Samstag. Ah. Kommen wir halt auch wirklich nach Erita zuerst. Erita, dann wäre da rein theoretisch, wenn wir 2 Tage brauchen, Montag. Und dann könnten wir von da nach Evely auf jeden Fall mit dem Chef. Das war nicht viel kürzer. Aber das machen wir so. Und daraus dann zum Forest, meine ich, ging noch immer. Ahoi! Anker hoch und Segel setzen! Setzen! Jetzt müsste das Schiff uns nach Evely bringen, ja. Anker hoch, Anker hoch! Und müssen wir hier nicht eh noch hin? Nee. Forest müssen wir noch hin für die eine Quest. So. Monsterkult. Und jetzt müssen wir hier Kettenmeister finden. Speerexperte. Was ist hier drin? Waffenmeister. Meister. Da haben wir überall. Hier haben wir nach. Was ist hier? Geistermagie-Meister. Mitglied in der Geistermagie. Okay. Wassermagie-Experte. Nee. Scharfschütze können wir nicht werden. Stab-Großmeister. Hier ist er doch bestimmt drin. Kettenmeister, sehr geil. Gut, und jetzt müssen wir von hier eigentlich, meine ich, nach Forest kommen. Spätestens zu Fuß. Verzeiht einen Tag. Verzeiht kommt einen anderen Tag wieder. Forest, es ist doch aufgegangen. Und hier müssen wir jetzt, können wir Bogen lernen. Und die eine Quest, meine ich, abgeben. Die für die Druiden hatten wir doch gemacht. War hier, meine ich. Hä? Haben wir die nicht? Ich dachte, die haben wir. Waren das nicht die? War das nicht dieser Schädel, den wir da gefunden haben? Wo ist denn der Schädel? Da. Das war doch der. Findet den Gebeine des Zwergenkönigs. Aber wir müssen wahrscheinlich alle Teile finden, ne? Kopf und, keine Ahnung, Füße. Musst du auch im Grab abliefern, im Hügel. In Hügelgräber. Ah, okay. Ach so, okay, ja gut, aber das machen wir jetzt nicht. Aber wir müssen trotzdem. Hätten wir auch gar nicht nach Forest gebraucht. Ja, wenn wir jetzt schon mal hier sind, nehmen wir auch natürlich auch Bogen mit. Wenn ich Bogen finde. Leder-Großmeister. Hier waren wir ja gerade drinne. Hier. Bogenexperte. Das ging ja noch recht fix sogar. Wir können gar nicht Bogen. Experte werden. Dämlich. Naja. Egal. Hätten wir halt hier wirklich gar nicht hingebraucht. Könnten wir eigentlich auch Autosave nehmen. Und von hier jetzt irgendwie vielleicht in die Wüste kommen. Ist das möglich?
Wusste, es gibt auch ein Desert. Es gibt einmal Desert und Moor, ne? Oh, in die Untiefen will ich halt auch nochmal irgendwann hin, ne? Brauche ich noch so einen Taucheranzug anscheinend. Weiß ich noch gar nicht, was es damit auf sich hat. Komm nur von Erita zu der Wüste. Und von Forest. Am Montag und Mittwoch würden wir von Forest nach Desert kommen. Und ja, gucken wir erstmal, ob das übereinstimmen könnte. Montag und Mittwoch. Wir haben jetzt Freitag und brauchen Ahoi, 3 Tage. willkommen Ja, Samstag, Sonntag, Montag, das passt doch. an Bord. Ahoi, Anki, Anki! Der klassische Anki wird gezogen. Ein Schiff war das, ne? Ahoi, willkommen an Bord. Anke hoch und Nice. Segel setzen. Kettenmeister können wir mal rauslöschen, den haben wir gelernt. Bogen können wir gar nicht lernen. Meditationsmeister müssen wir jetzt noch in der Wüste lernen. Und das Tele den Teleporter nutzen. Und da ich jetzt keinen Bock habe, mir wieder hier einen Ast abzusuchen, wo der Meditationsmeister ist, gucke ich da jetzt auch fix auf die Karte. Desert. Da. Großmeister handeln. Meister Gegenstand erkennen. Großmeister Panzer, Meister Stab. Experte Alchemie, Lichtmagie. Meditationsmeister hier. Bei der 25. Wo ist die 25? Da unten. Da kommen wir doch her. Ach man. So, welches war jetzt der Hafen? Ja, schon das hier nicht mehr immer drauf? Kai, hier, ne? Das war nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ja. Wir müssen hier hoch. Ja. Mal Gold mitgenommen. Lichtmagie-Experte, Meditationsmeister. Nicht schlecht auf jeden Fall. Speichern. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo der Teleporter war. Geht über den großen Teleporter in der Bakala-Wüste nach Celeste. Sprecht dann dort mit den. Ah, okay. Auf Schloss Lambert. Wo ist der große Teleporter? Ist das da ein großer Teleporter? Sieht irgendwie so aus. Hier ist die Musik irgendwie so heilig im Hintergrund, ne? So. Oh. Schild. So, und ich hoffe, dass das da irgendwo ist, der Teleporter, der größere. Muss man hier wieder eklig rauf. Das Blöde ist nur, dass Fliegen halt noch so lange dauert, bis ich das haben werde. Weil wir die Förderungsquest wohl noch nicht schaffen. Der Scharfschütze.
Können wir auch hier jetzt schnell mal versuchen hochzukommen. Schauen, ob der da irgendwo ist. Ah, komm schon. Da ist ein Teleporter auf jeden Fall, aber der bringt uns bestimmt nur zurück. Also ich muss sagen, habe jetzt auch keine Lust, hier jetzt ewig wieder rumzusuchen. Weil das ist einfach zu anstrengend ist hier. Gucken, ist hier wieder Loot drinne? Komm schon. Yeah, wieder ein Kopf. Ganz nett, aber unnütz. Können wir ja wieder den Golem zusammenbasteln. Da ist der Tempel. Da ist auch ein Tempel. Das bringt uns beides zum Tempel, okay. Schule der Zauberei. Das könnte natürlich von der Schule der Zauberei aus den großen Teleporter geben. Da sind die Gilden, Taverne, der Kai. Und ich will nochmal schauen. Wir haben jetzt ja mittlerweile Stadtportal, ne? Hätten wir ja auch damit reisen können. Bisschen dämlich jetzt so, ne? Willkommen. Nee. Kommen wir gar nicht so gut überall hin. Ist das da unten die Hölle? Und das der Himmel oder was müssen wir da auch noch hin? Ich will mal kurz zu den Gilden nochmal. Die waren ja hier. Nee, die waren hier. Oder da? Da. Gucken, ob es hier noch einen schönen Zauber gibt, den wir mitnehmen. Ein Wasserzauber wäre noch mal ganz angebracht. Willkommen in der Gilde des Wassers. Säurestall, Giftnebel, Stadtportal, Wasserwandel, Zaubern. Zauber mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% Fähigkeitswert wird ein einfacher Gegenstand mit magischen Kräften belegt. Großmeister können mächtige Verzauberungen hervorbringen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und den Säurestahl vielleicht so als Angriff? Nebel ein Wesen direkt vor der Gruppe in giftiges Gas ein. Der Nebel richtet 2 Punkte plus 1 bis 2 Punkte pro Fähigkeitswert in Wassermagie. Der Schaden ist zwar gering, aber wenige Monster haben Resistenz gegen ihn. Das könnten wir natürlich mitnehmen. Und den Säurestrahl. Wollen wir den Säurestrahl und Giftnebel mitnehmen? Nee, komm, wir nehmen nur den Säurestrahl mit. Inventar, Verzauberung. Hopp. Hopp, hopp. Und lernen wir alles. Fantastisch, der kann was. Das wird ein Problem. Das wäre halt ein Problem. Weil doch Sprung auch Luftmagie ist, ne? Könnte nützlich sein. Dämlich. So, jetzt gehen wir mal zur Zauberschule. Oder wir gucken jetzt einfach kurz auf der Karte, wo der große Teleporter ist. Ich kann jetzt hier blöd rumzulaufen. Ruhe mitteilen. Okay. Wo ist? Was ist das X? X weiß ich nicht, was es ist. Ah, die 9, die 9, die 9. Ja, okay. Hä? Gleich da vorne an. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. 11. Und dann ist das der. Ah, okay. Und das ist der große Teleporter. Alles gut.
Brauchen wir hier noch irgendwas? Ich meine nicht, nein. Ah, lol, schön daneben gelatscht. Na, Wonach Jungs? riecht's denn? Macht keinen Ärger. Ist das jetzt die Himmelstadt, die wir gerade eben gesehen hatten? Wow, was bist du denn? Niederes Lichtelement, aha. Und hätten wir uns jetzt für den Weg des Schattens entschieden, hätten wir bestimmt in die Hölle gemusst. Immer herein, etwas zu trinken. Hauptsache, es gibt eine schöne Taverne. Teuer ist es jetzt auch nicht hier. Guten Tag, was kann ich tun? Korrekt. Ah, okay. Dann ist auch cool gemacht, finde ich. Sowas gefällt mir. Darf ich euch helfen? Oh, schöner Speer. Standard. Ich will dir ja nichts sagen, aber ich habe echt nichts zum Verkaufen für dich. Wir haben was vergessen. Wir haben vergessen, oder ich habe vergessen, die Promo-Quest für den Ritter zu holen. Raus hier, geiziges Gesindel. Also bitte. Na, hier können wir die andere Plattenrüstung verkaufen. Die feinsten Rüstungen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Die beste Ausbildung des Landes. Muss hier eh nur schnell die Priester Quest tun, okay. Was ist das? Verzauberung? Könnten wir eigentlich auch nochmal gleich auf unsere Waffen und alles machen, ne? Kann ich damit auch Verzauberung ändern? Wahrscheinlich, ne? Harmondale. Was ist das? Marsha Forest. Okay. Nicht änderbar, schade. Also wenn ich dann eine Verzauberung auf einen Gegenstand mache und der halt blöd ist, die Verzauberung, dann kann ich das ja nicht rückgängig machen. So meine ich dich, das, weißt du? Hätte ich das ja so lange machen können, bis da was Vernünftiges drauf ist. Können ziemlich schlecht sein und auf Meister ist noch nicht wert. Ah, okay. Dann lasse ich das noch ein bisschen. Hallo, was ist hier so los? Da ist nix. Da ist gar nix. Was ist hier? Nebelwände? Aha. Ah ja. Gehen wir nochmal nicht rein. Ah, speichern, laden. Das kann man natürlich machen, klar. Stimmt, stimmt. Jetzt gerade gar nicht so drauf gekommen. Herberge, ist die vielleicht für uns? Das wäre da was. Noch eine Herberge. Oh, hier ist ein Zauberladen. Ah, hier könnten wir vielleicht mal fliegen. Mal kaufen zumindest. Willkommen in der Luftgilde. Und Unsichtbarkeit. Können wir ab Meister halt erst, ne? Und fliegen, komm. Kauft die schon mal, dann haben wir die. Was wir haben, haben wir. Nur für Mitglieder. Gilde der Erleuchtung? Aha. Könnt ihr Mitglied werden? Da hab ich ja so ein bisschen Bock zu, ne?
Das muss ja das Schloss sein, denke ich mal. Die beste Heilung, die man für Gold kriegen kann. Nee. Auch nicht. Kampfkurs ausreichend falschen. Alles Gute. Tschüss mit Düs. Jetzt gedacht, das wäre das Schloss gewesen. Ist es aber auch nicht. Das ist ja auch wieder Unterkünfte? Ne, Prüfung. Im ganzen Land findet Prüfung statt. Jo, die kennen wir doch schon. Jeder etwas zusätzlich Geld verdient. Ja, kennen wir doch. Schrein. Ich habe Gerüchte gehört, dass der Schrein südöstlich von hier euch in das Land der Riesen bringen kann. Ich habe einen Schrein schon oft besucht, aber mir ist nie etwas Besonderes passiert. Vielleicht bringt er einen aber auch hierher aus dem Land der Riesen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Viele Händler aus ganzen Erita heuern Reisende an, um ihre Güter transportieren zu lassen. Oh ja, ja, ja. Alles gut, alles gut. Willkommen. Der Rat wird euch nun anhören. Waren auch noch nie durch Zufall mal die richtigen Kopfgelder dran, ne? Das ist doch jetzt aber hier die Festung. Das sieht doch nach Lambert aus hier. Lambent. Auf geht's! Er hat Bock. Er sagt, auf geht's. Mahlzeit. Da darf ich bestimmt nicht hoch. Nein. Golem. Was ist hier? Auch nix. Und hier ist doch bestimmt dann der König. Und noch eine Truhe. Mal reinkicken. Nehmen wir doch mit. Und in so einer edlen Stadt dann so ein schlechtes Equipment zu finden, das ist doch frech. Neue Herrin Harmondale. Sehr gut. Ich bin erfreut, euch endlich zu begegnen. Die Beziehungen zwischen unseren Regierungen mögen lang und beiderseitig von Vorteilen sein. Ihr habt die richtigen Entscheidungen getroffen, euch mit uns zu verbünden. Es gibt viel für uns zu bereden, aber meine Berater bestehen darauf, dass ihr zunächst den Weg der Zauberer einschlagt, bevor wir unsere Beziehung ausweiten können. Ich weiß, diese Prüfung sieht albern aus, aber ich versichere, ihr Zweck ist es nicht. Ihr könnt die Prüfung, wann immer ihr wollt, absolvieren. Und wenn ihr heute versagt, könnt ihr es jederzeit nochmal versuchen. Aha. Die Prüfung besteht daraus, die Nebelwände durch die Vordertür zu betreten und durch die Hintertür wieder zu verlassen. Lasst euch vor dem Wort Tür nicht täuschen. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ihr da seid. Eure Waffen werdet ihr nicht brauchen. Solltet ihr ein Wesen innerhalb der Nebelwände töten, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Wenn ihr die Aufgabe bewältigt, erhaltet ihr die Mitgliedschaft in der Gilde des Lichts. Viel Glück. Aha. Ja, ja, ja. Ne, von da kamen wir nicht. Kamen wir von hier? Ja, von hier kamen wir. Können wir sibbeln? Ne, nichts von sibbeln. So, jetzt müssen wir ja aber auch immer noch die Priesterprüfung holen. Das war der Kopfgeldladen, ne? Der Rat wird euch nun anhören. Da waren auch uninteressante. Können wir hier eigentlich runterfallen? Ja, können wir. Also vorsichtig. Aber mit Federfall sollte das kein Problem sein. Priester des Lichts. Priester, ihr seid zu mir gekommen, um euch von mir auf den Pfad des Lichtes führen zu lassen. Aber seid gewarnt, um den Weg zu begreifen, müsst ihr auch euch und eure Seele verstehen. Leider scheint ihr in Eile zu sein. Sonst sollten wir darüber eine Weile meditieren. Nun gut, südlich von Bakala liegt eine Insel namens
Evanmore und auf dieser Insel stehen die alten Tempel der Sonne und des Mondes. Da waren wir schon drinne. Beide werden von den übrigen Anhängern dieser Religion bewohnt, deren ein stolzer Glauben jetzt nicht mehr darstellt, als zwei alte Tempel, die um eine kleine Insel erschreiten. Der Tempel der Sonne ist der Ursprung unserer Glaubensrichtung, dem Weg des Lichts. Ich schlage vor, ihr helft ihnen und kippt das Gleichgewicht zugunsten des Tempels der Sonne. Helft dann der Sonnenkirche, indem ihr den Altar in der Kirche des Mondes reinigt und weiht dies wieder. Dies wird den Mondkult so schwächen, dass der Tempel der Sonne ihn im Kampf besiegen kann. Sucht mich erneut auf, wenn ihr dies getan habt. Okay. Also die beiden Tempel haben wir auf jeden Fall komplett leer gemacht. Schon. Müsst auf der Evanmore-Insel, ja. Lichtmagiemeister. Mitglied in der Luftgilde. Reifeprüfung. Aha. Ist hier noch irgendwas Cooles? Nö. Herberge. Mach doch einfach gar keine Gebäude hin, wenn die alle leer sind. Ich glaube, dann haben wir jetzt alles hier entdeckt, ne? Nebelwände, hier müssen wir durch und keinem Schaden zufügen, sagte er irgendwie, ne? Geht in den Tunnel, holt den perfekten Bogen, weit den Altar des Bösen im Tempel des Mondes auf den Ohr und kehrt dann an. Bindet die Beine des Zwergenkönigs, besteht die Nebelwände ohne einen einzigen Gegner zu töten und kehrt dann zu Garen. Ah, okay. Versuchen wir das einfach mal. Noch irgendwas Besonderes? Hab ich ganz gerne gelesen. Steht die Nebelwände? Okay. Brr, wonach riecht's denn hier? Aua. Nur ein Katze. Soll mich das jetzt beeindrucken? Dau. Ja, aber wie soll man das denn jetzt machen? Soll man hier einfach durchrennen? Das jetzt so ein soll hier doch nicht bestimmt auch nicht einfach durchrennen. Man könnte natürlich mit dem Unsichtbarkeitszauber das machen, ne? Was soll man denn jetzt hier machen? Wonach riecht's denn hier? Lol, wo bin ich jetzt hier? Run. Was geht hier? Was geht hier? Aber kümmere dich drum. Hilfe, wo ist der Ausgang? Hier sind Knöpfe. Nee, das schaffe ich jetzt ja nicht mal so eben. Unsichtbar, ja. Brauche ich unsichtbar für. Würde ich aber auch sagen. Wir könnten uns ja auch, wenn das geht, einen Trank Unsichtbarkeit mixen. Aber dann bräuchten wir dann viermal, ne? Eigentum, Bewahrung, Aufladen, Furcht und Schild. Gibt's nicht? Oh, schade. Schade. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu den Evanmore-Inseln. Und machen die Quest für unseren Priester. Dein Magier könnte problemlos Luftmeister werden. Ja, aber dann haben wir hier so viele Punkte weggegeben. Weißt du? Das finde ich halt ein bisschen schade.
hätten dann ja das hier komplett nicht hochmachen brauchen. Weißt du? Mache jetzt erstmal die Priesterquest. Dafür müssen wir zu den Inseln zurück. Wie kommt man denn da am besten hin? Eritak oder Erita uns da nicht hinbringen? Zaubertränke, Trainingshalle. Nee, was wollen wir jetzt reisen? Von Desert könnten wir da hinkommen auch. Mit dem Schiff am Dienstag oder Donnerstag. Welchen Tag haben wir denn heute? Könnte man auch überlegen, einfach einen Tag warten oder zwei. Dann, wenn wir das von Erita vielleicht machen, geht es wahrscheinlich gar nicht. Evanmorn am Sonntag, wir haben das Sonntag, hat er nicht Sonntag gerade angezeigt? Ja, dann machen wir das. Können wir ja hier jetzt das Stadtportal nutzen nach Erita. Tada, sind wir hier. Und dann mit dem Schiff zu den Inseln. Ahoi! Willkommen an Bord! Anker hoch und Segel setzen! Kompletter Respawn bestimmt auch in den. Oh, da habe ich dann gar keine Lust, das jetzt nochmal zu machen. Habe ich gestern erst gemacht. Wenn wir Wasser mit die Großmeister sind, dann können wir auch Stadtportale irgendwo setzen, ne? Und dann bleiben die dafür eine gewisse Zeit. Ich meine, ein Tempel war doch hier. Und die ganzen Gespenster hier wieder, ey. Echt gestern erst gemacht. Ich weiß nicht, was das ist. Ganz nett, aber unnütz. Das da rein. Und das hier auch alles rein. Wem soll das denn Zauberpunkte nützen? Plus 8. Würde ich. Ganz nett, aber unnütz. Reagenzien kriegt er alles. Unsichtbarkeit fliegen. Ja, oder wir bringen ihn halt doch Luft bei, ne? Ich weiß noch nicht.
Was gut ist, wir kriegen die recht fix hier alle eigentlich weg von der Insel. Und ich hoffe, dass die Höhlen halt jetzt einfach noch nicht wieder neu besetzt wurden. Also meistens ist der Respawn auf der kompletten Insel. Ich bin unglaublich. Soll mich das jetzt beeindrucken? Den nehmen wir mit und dann mal rein in den Tempel hier und hoffen, dass da nicht respawn wieder ist. Wir mussten noch in beide rein, oder nicht? Bei den Altar des Bösen im Tempel des Mondes auf. Aber dafür mussten wir erst irgendwie was aus dem Tempel der Sonne holen hier, ne? Sieht gut aus. Sehr geil, wir müssen das nicht nochmal alles machen. Altar. Aua, auf die Falle bin ich auch gestern schon reingefallen. Müssen wir jetzt hier irgendwie was holen? Und warum ist die noch nicht geplündert? Wem soll das denn nützen? Die Fässer haben wir aber alle. Nur Mondtempel. Ich muss nur in den Mondtempel. Okay. Soll mich das jetzt beeindrucken? Vorne ist die Falle, ne? Aber auch komisch, dass es hier noch gelb ist. Ich dachte, ich hätte hier eigentlich alles weggemacht. Da gibt es hier noch irgendwo eine Geheimtür, die ich noch nicht entdeckt habe oder so. Gelb sagt ja eigentlich... Ah, guck mal hier. Dann sind sie nämlich noch am Start hier, die... Die Damen. Wir wollen ja nun mal alles mitnehmen. Das war nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Schön, 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 schön. Oh, jetzt hat er Stärke bekommen. Egal. Orangenes Fass. Ist aber dann wiederum Intelligenz. Kriegst denn auch du? Das war grün, Ausdauer. Nimmst auch du mit. Und jetzt haben wir alles. Jo. Dann schnell in den anderen Tempel rein. Und dann haben wir ja auch die Quest dann gleich fertig. Wenn der eh schon geklärt ist. Soll mich das jetzt beeindrucken? Bock jetzt nochmal die Geister zu machen. Ah, die könnten wir natürlich nochmal machen hier. Stellen wir uns hier oben hin. Die waren doch auch mal auf dem Kopfgeld ausgesetzt, aus den Viecher hier. Nun, Katze. Na, kriegt ihr die noch schnell weg? Leider sind die ja feuerimmun. Sonst würde ich jetzt mal so einen Flächenschaden anwenden. Kann mir mal jemand helfen? Schnell weggemacht. Der kommt hier bestimmt auch nicht noch an. Doch. Ah. Ich glaube, er hat keinen Schlag mehr ausgeführt. Okay, jetzt müssen wir. War das der Tempel? Ne, das war der, war das Tempel. Der Tempel des Mondes. Und eine Prüfung, das ist Intelligenz. Soll mich das jetzt beeindrucken?
Locker ist jetzt im Tempel des Mondes Respawn drinne. Nee. Nee, schaut gut aus. Der Altar ist wieder rein. Jetzt bin ich fertig, ne? Mehr musste ich nicht machen. Kann ich mich ja rein theoretisch jetzt wieder zurückporten. Oder muss ich da noch was machen? Nö. Musst du den ja nur bereinigen. Nice, das ging doch echt fix. Das war eine ganz gute Idee, dass wir da jetzt erstmal das gemacht haben. Moin Jungs. Ja. Wo war der jetzt? Und da kamen wir ganz am Anfang. Dann sind wir hier so längs spaziert. Und dann sind wir nämlich da rein, nicht da rein. Ah. So, ich glaube, ich mach das jetzt doch. Die haben zu. Dass wir unserem Magier Luft beibringen. Hat natürlich nicht die Punkte dafür jetzt gerade. Haben wir zwar hier mehr oder weniger als umsonst ausgegeben und ihm fehlen dann natürlich auch Punkte irgendwo. Aber dafür können wir dann Truhen alle öffnen. Wir können fliegen. Unsichtbarkeit. Und dann könnten wir auch rein theoretisch für sie die Quest machen. An die Titan kommen wir mit Unsichtbarkeit vorbei, ne? An die Titan müssten wir ja vorbeikommen. Mit Unsichtbarkeit. Dann können wir den Bogen holen und die Begleiterquest auch machen. Jo. Dann kommen wir. Er freut sich richtig doll. Willkommen. Der Rat wird euch nun. Ja, dann. Dann machen wir das. Lichtmeister, nein. Priester da. Tada. Euer Mut hat viel zu unserem Glauben beigetragen, Priester. Mit frohen Herzen nenne ich euch Priester zu Priestern. Priester zu Priestern. Aha. Des Lichts. Und euch nicht, gläubiger Priester, zu Eingeweihten des Lichts. Und endlich Dank für eure Hilfe. Super. Jetzt müssen wir natürlich direkt auch den Großmeister für Körper finden. Der bestimmt nicht hier in der Stadt ist. Auf die 3. Alles zu ihm hier. Eingeweihte des Lichts. Eingeweihte des Lichts. Horus ist das, okay. Da kommen wir sogar recht fix hin. Ziehen wir aber erstmal die Show mit der Luft durch, dass wir das haben. Können wir uns ausbilden lassen? Wahrscheinlich, ne? Das wäre jetzt recht wichtig.